Willkommen bei der Tempel des Zeus in Kyrene. Der Tempel des Zeus stand nach Osten, zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet. Er wurde im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit erbaut. Das imposante, 70 Meter lange Gebäude mit seinen 46 dorischen Säulen war der größte griechische Tempel in Afrika. Er war sogar größer als der Parthenon und der Zeus-Tempel von Olympia. Die Gestaltung der Fassadendekoration folgte den Prinzipien der dorischen Ordnung. Die Abmessungen der Säulen waren unterschiedlich. Je nach Blickwinkel erzeugte das beim Besucher den Eindruck von Einzigartigkeit. Nachdem der Tempel während der jüdischen Rebellion zerstört worden war, ließ Kaiser Hadrian ihn restaurieren. Er baute den äußeren Portikus nicht wieder auf, ließ aber neue korinthische Säulen aus Marmor fertigen. Der Tempel wurde später unter Marcus Aurelius fertiggestellt. In der Zeit des Augustus diente eine kleinere Kopie des olympischen Zeus als Objekt der Verehrung. Hadrian ließ schließlich eine neue 12 Meter hohe, den Zeus von Olympia ebenbürtige Statue anfertigen. Das gewaltige Marmorbildnis wurde als Vollplastik konzipiert. Archäologen bestätigen, dass es in diesem Tempel eine monumentale Zeus-Statue gab. Ob es sich dabei wirklich um Zeus oder nicht doch um ein Bildwerk des Zeus-Amun-Kultes handelt, bleibt umstritten. Das Team entschied sich, an dieser Stelle eine Zeus-Amun-Statue zu platzieren, da Kyrene als Zentrum dieses Kultes im griechischen Mittelmeerraum galt. Ja.